Guten Morgen, es ist jetzt 10:30 in Deutschland. Ich bin hier vor der Rohrbachhalle in Rohrbach, wie der Name schon sagt. Heute ist hier großer Weihnachtsmarkt. Wir haben gestern Abend schon den Stand aufgebaut. Ich habe mein ganzes Zeug dabei, es ist alles jetzt fertig. Hier sind jetzt noch die Letzten dabei, alles aufzubauen und vorzubereiten. Um 11 Uhr geht's los. Vor der Halle ist eine Bühne, da wird der Ortsvorsteher noch eine Rede halten, den Markt feierlich eröffnen, dann werden die Kinder noch singen und dann geht die Halle auf und dann hoffen wir, dass viele Leute kommen werden und dass es einfach ein schöner Tag wird. Gestern hat es ja zum ersten Mal geschneit, heute, wie ihr seht, ist nichts mehr davon übrig, aber vielleicht ist die Weihnachtsstimmung durch den ersten Schnee ein bisschen aufgekommen. Meine Schwester ist auch da, die wird auch das ganze Wochenende bei mir schlafen, also die werdet ihr vielleicht dann auch mal sehen, leider ohne Baby. Julia ist ganz traurig. Die ist nämlich mit einem anderen Stand da, an dem ich sonst jedes Jahr geholfen habe. Ich bin noch, wie ihr wisst, im Tierschutzverein. Wir heißen TSV Hundeleben Saar, wenn ihr mal schauen wollt. Ich verlinke es euch in der Infobox. Da haben wir immer selbstgemachte Hundekekse. Deshalb habe ich die letzten Tage auch fleißig Hundekekse gebacken. Wir haben aber auch Plätzchen. Wir haben ganz viel Plätzchen auch gespendet bekommen. Dieses Mal haben wir von einer Freundin, hallo Petra, haben wir noch gehäkelte Figürchen bekommen. Richtig cool von Star Wars. Also Prinzessin Leia ist dabei, Darth Vader ist dabei, Sturmtruppler sind dabei. Also ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich da noch einen ergatter. Und dann haben wir noch selbstgemachte Adventskränze. Die hat die liebe Annika gemacht. Die wird auch heute am Stand dabei sein. Leider kann ich halt, weil ich meinen eigenen Stand habe, dieses Jahr nicht wirklich helfen. Habe halt beim Aufbau geholfen und beim Basteln und beim Backen. Muss reichen dieses Jahr. Ich lade jetzt meinen kleinen süßen Lani-Schatz aus dem Auto. Der sitzt hinten im Kofferraum. Sie sitzt hinten im Kofferraum. Und dann gehen wir mal die Halle unsicher machen und schauen mal, was das Ganze wird. Guten Morgen! Gestern Abend haben wir es wirklich nur noch geschafft, kurz zu filmen. Auch den Tag über ging fast gar nichts, war echt viel los. Wir sitzen nämlich genau gegenüber von der Tombola. Und sobald gestern die Halle aufging, war die Tombola komplett gerammelt voll. Tausend Leute haben da gestanden, teilweise auch unseren Stand blockiert, aber im Laufe des Tages ging es dann auch noch. Jetzt warte ich auf die Jenny. Es ist jetzt kurz nach 10. Um 11 Uhr geht die Halle wieder auf. Wir haben hier jetzt alles so ein bisschen abgedeckt, damit über Nacht nichts passiert. Wir wollen jetzt gleich, wenn sie da ist, nochmal alles ordentlich hinstellen und alles schön machen, unsere Leuchttafel nochmal anschalten. Dani ist auch wieder da. Die läuft schon die ganze Zeit hier durch die Halle, die Veranstalter. Da kommt Jenny gerade. Hallo. Die Veranstalter haben nichts dagegen, wenn die Hunde hier rumlaufen. Ich passe mal ein bisschen auf, dass sie nicht dahin läuft, wo sie nicht hin soll. Es sind nämlich ein paar Leute mit Hunden da. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal auf und wir sehen uns später. Hallo! Ich war jetzt gerade noch am Auto Getränke holen. Der Markt hat so vor 10 Minuten ungefähr angefangen und mittlerweile schneit's. Es hat angefangen zu schneien. Ich bin froh, ich bin froh. Es bringt immer so richtig schöne Weihnachtsstimmung mit.
Ich mag Schnee. Solange die Straßen frei sind, habe ich absolut kein Problem damit. Ich hoffe auch, dass wir ganz, ganz tolle weiße Weihnachten bekommen werden. Ich flitze jetzt nochmal schnell rein, nehme mir noch einen Kinderpunsch mit. Die liebe Jenny ist nämlich gerade ganz allein am Stand und so langsam kommen die ganzen Leute schon her. Also wir sind hier auf dem Parkplatz. Hier oben ist der Weihnachtsmarkt, da ist der Vorplatz und wir sind hier in der Halle drin. Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall einen Kinderpunsch schnappen und dann legen wir los. So, guten Abend. Ich bin jetzt endlich daheim. Es ist jetzt 9:30 Uhr. War also ein wirklich, wirklich langer Tag wieder gewesen. Ich habe mir gerade noch schnell ein Brot gemacht, weil ich die ganze Zeit irgendwie seit heute Mittag nicht zum Essen kam. Wir haben jetzt noch schön in der Halle abgebaut, haben die Halle noch ein bisschen aufgeräumt, Tisch zusammengeschoben, was halt immer noch so gemacht werden muss. Jeder hat sein Auto beladen und ist ab nach Hause. Mein Herzmann kam heute Mittag auch noch für 2 Stündchen rum, haben wir noch schönen Glühwein getrunken, haben uns noch was zu essen geholt. Gab es so einen leckeren Pulled Pork Wrap, so mit Karotten und Krautsalat noch drin. Also war richtig lecker. Der ist dann irgendwann nach Hause. Der hat ja momentan auch nur sonntags frei und ist noch ein bisschen auf die Couch. Hat dann gerade den Hund mitgenommen, hat ihn bei mir reingeworfen, damit ich einfach beim Abbauen nicht noch die große Hundebox im Kofferraum habe und der Hund einfach nicht dann noch in den Füßen rumläuft. Ist ja immer so ein bisschen nervig. Man kann ihn ja auch nicht am Stand zurücklassen, während man ins Auto beladen geht. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch leider Gottes ein bisschen für den Shop arbeiten müssen. Ich freue mich ja, wenn der Shop gut läuft. Aber wäre natürlich auch froh, wenn ich für heute Feierabend hätte. Aber nichtsdestotrotz werde ich mir jetzt eine Serie anmachen, werde dabei noch ein bisschen arbeiten, werde noch ein bisschen mit Lani schmusen. Die tippelt hier schon die ganze Zeit rum, die möchte nämlich auch noch was essen. Jetzt dreht sie gerade durch, jetzt hat sie sich das Schwein genommen. Das Schwein ist übrigens nach meinem letzten Pflegehund Gas benannt. Den habt ihr in dem einen Vlog ja auch gesehen. Ich habe irgendwann bei Ikea 2 Schweine gekauft. Gas hat das eine mitbekommen, als er ausgezogen ist, Lana hat das andere behalten und ich habe das Schwein einfach dann so nach dem Pflegehund benannt, damit wir eine kleine Erinnerung haben. Und übrigens treffe ich mich irgendwann in meinem Weihnachtsurlaub auch mit den Leuten, die Gas jetzt haben und dann gehen wir eine Runde spazieren, haben wir gerade die Woche noch abgemacht. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu quatschen, es war wie gesagt ein langer Tag. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen gemütlich, arbeiten noch ein bisschen nebenbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Ich sag tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen ersten Advent und wir sehen uns beim nächsten Mal.